Das Gesetz der Schwere. Die Anziehung der Schwerkraft. Sie ist nur hier auf dem äußersten Punkt der Schöpfung, die Nachschöpfung. Es ist der äußerste Ankerpunkt der Schöpfung überhaupt. Und nur hier ist diese Schwerkraft vorhanden. Oben im Geistigen, da ist sie nicht mehr. Da ist alles nur hoch, fein, ätherisiert und so fein, dass keine Schwerkraft herrschen kann. Also hier herrscht sie, die Schwerkraft, und hier muss der Mensch leben. Denn nur hier kann er reifen, er kann hier zum Bewusstsein kommen, zur Erkenntnis, was er noch zu tun hat gegenüber dem anderen und für sich selbst. Hier soll er sein, hier soll er schleifen, hier soll er sich an den anderen schleifen und ja, er soll sich an den anderen reiben sogar. Der Mensch muss hier leben, denn nur hier kann er schnell reifen, schneller vorangehen als woanders. Nicht einmal im Jenseits kommt er so schnell voran wie hier. Also, wenn euch Schweres drückt, dann hat es immer die Ursache aus einem Entschluss heraus. Wie auch der Entschluss von euch einmal war in dieser Sache, wo es euch dann drückt und bedrückt, wo es so schwer wird um euch, in euch, dann ist es ein Entschluss von früher, der weit zurückliegen mag. Schaut ihn genau an und lebt ihn so aus, dass ihr es seid, die diesen Entschluss dann schlussendlich in der Waagschale so für euch anerkennt, dass ihr weiterkommt, dass ihr reift darin. Aber jeder Entschluss, nehmt ihn an, tut ihn nicht einfach weg, legt ihn nicht auf die Seite, das wird sich bitter rächen. Denn die Schwerkraft, wo wir hier leben, es ist die Schwerkraft, die dann wieder auf uns zurückfällt. Man kann auch sagen Wechselwirkung, es ist das Gleiche. Denn die Schwerkraft will immer in Wechselwirkung ausgleichen. Also kommt Schweres in euer Leben, aus anderen Leben vielleicht, aus früheren Leben oder aus diesem Leben, wo ihr dachtet, ihr wollt dies und jenes noch tun. Oder ihr habt dunkle Worte gegen jemand geführt. Sie werden euch einholen, diese Worte. Ihr müsst sie bereinigen. Die Schwerkraft, schlechte Gewissen, ist auch im Gesetz der Schwerkraft drin. Das schlechte Gewissen, es führt den Menschen wieder an den Ort zurück des Ausganges. Ihr müsst an den Ausgang zurück. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr habt die Weiche gestellt für euch und ihr müsst auf dieser Schiene zurückgehen bis an den Ausgangspunkt, bis an die Weichestellung und dort müsst ihr arbeiten mit dieser Sache, die euch bewegt. Der Entschluss, er kann groß sein, kann klein sein, er nagt oder macht Freude, aber er muss erfüllt sein, damit sich die Schwerkraft um euch leichter wird. Die Schwerkraft, sie ist da. Wir können sie gesetzmäßig nicht wegtun, aber der Mensch hat Geist. Und durch den Geist kann er mit der Schwerkraft gut leben. Er benötigt sie nur dann, wenn er sie braucht und nicht sonst. Er kann also geistig sich dauernd in der Feinstofflichkeit aufhalten. Der Mensch, er lebt hier in der Nachschöpfung
am äußersten Punkt der Schöpfungen. Hier kann er reifen, hier muss er gedeihen, hier muss er erkennen, wo er noch fehlte. Und er muss es bereinigen, für sich und für andere. Also wünsche ich euch, geht ans Werk, bereinigt eure Dinge. Ihr kommt frohen Mutes zurück, kann ich euch nur sagen. Und ihr habt gesiegt über euch selbst. Wie die anderen über euch denken, spielt keine Rolle. Sie werden es nicht verstehen, die anderen. Sie haben ja nicht das Wissen, das ihr habt. Ihr habt nun so viel Wissen angeeignet durch diese Erleben hindurch. Ihr seid nicht mehr ausgewichen. Ihr seid einfach mitgegangen. Großartig. Der Mensch hat hier zu wirken. Hier muss er erfüllen. Hier muss er von einem zum anderen gehen. Und er muss bereinigen, wo er noch fehlte. Also löst auf. Löst auf, damit die Schwerkraft nicht mehr an euch nagt. Ihr sollt ja leichter werden, ihr sollt locker werden. Euer Geist soll sich erquicken vor Freude. Und dazu müsst ihr kommen, dass ihr dauernd in Freude seid. Stößt alle Schwere von euch, aber schaut erst, wo habt ihr gefehlt? Wo habt ihr Sätze hinausgeschickt in die Welt? Und diese dunklen Sätze, Redensart, ist noch vorhanden. Sie muss gelöst werden, aufgelöst von euch. Und ihr müsst diese Redewendung ändern, zum Guten hin. Denn ihr seid ja gut. Ihr wollt ja gut sein und leichter werden. Also müsst ihr es tun. So wünsche ich euch viel Kraft, dass ihr es tut, mit aller Kraft und Macht. Wachet und betet, dass ihr daran nicht vorbeigeht. Stellt euch den Dingen, schiebt sie nicht vor euch her, wie diese Wellen. Schiebt sie nicht vor euch her, ihr werdet irgendwann stranden. Und das wird bitter schlimm werden für euch. Nun habt ihr es in der Hand. Ihr könnt eure Entschlüsse, die ihr einmal gefällt habt, bereinigen. Reinigt sie so, dass ihr in Freude und Glück erstrahlt. Dass ihr von den Menschen wieder weggehen könnt, hoch erhobenen Hauptes, freudig hochstrahlend, denn er im Himmel gibt euch die Kraft und niemand anders, nur er, Gott, der Wille aus Gott, Immanuel, gibt euch die Kraft. So wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.